Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und Shop, was ich euch mitgebracht habe von RioBricks. Die 66012 bestehen aus 2960 Teilen für 170 Euro. Die Pirate Bay, da sind wir genau, hervorragend. Ich hatte großen Spaß, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen. Ich euch dieses absurde Set einmal ein bisschen näher vorstellen kann. Und es warten weitere Abenteuer auf uns. Das ist nur ein Zwischenschritt. Ich bin absolut begeistert. Wir hatten den großen Dreimaster, ein Meter langer Oschi. Das ist was für mich. Ich möchte euch noch das andere Schiff zeigen. Das ist mir aber am Wochenende weggekauft worden. Und es gibt auch hier noch ein Ergänzungsset. Es gibt hierzu, ich wiederhole es nochmal, ein Ergänzungsset. Da das doch ein bisschen klein ausgefallen ist, oder? Ihr seid ganz meiner Meinung, ich freue mich. Wir gucken mal, was wir damit anfangen. Das wird ein Sonntagsvideo. Ich drehe morgen wahrscheinlich, egal. Am Samstag, also gestern, werdet ihr ein Harry Potter Video von mir gesehen haben. Auch mit 170 Euro Wert auf dem Tisch. Nur für euch mal als direkten Vergleich. Es ist köstlich. Aber natürlich bei dem Harry Potter Set waren Figuren dabei. Hier nicht. Wenn ihr Bausteine Sets ausschließlich wegen der Figuren kauft, seid ihr hier definitiv an der falschen Stelle. Denn wir haben nur ein paar Skelette am Start. Ansonsten ist hier nichts. Dementsprechend, das hier ist einfach nur Baufreude. Das Bauvorhaben. Es ist nicht für alle eine Freude, glaube ich. Das Ding hat eine klare Zielgruppe. Und danach einfach was zum Angucken. Und wenn es dann fertig ist, ist das ein Weltklasse-Spielobjekt. Ist der Knüller. Hier geht wirklich einiges. Ich würde fast sogar sagen, hier geht alles. Und wir gucken uns das mal genau an. Ich werde große Manövrierprobleme haben. Aber das macht nichts. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Es muss erstmal die Box weg. Vergesst es, dass ich es schaffe, die Box vor das Set zu stellen. Vor dem Set seid ihr. Also das ist schon die Kamera, da geht nichts mehr. Ich kann euch die Box nur so zeigen. Da ist ein Mast im Weg. Ihr kriegt es hin, oder? Ihr erkennt die Box. Und Schwierigkeitslevel 6 von 7. Ich muss mir mal ein Rio mit 7 kaufen. Bin einfach mal gespannt, was dann passiert. Ab 14 Pirate Bay und jetzt kommen die Abenteuer der Rückseite. Nichts, von dem man sich fürchten müsste. Richtig. Und das ist Zeug. Das hier ist das, worum es geht. Ich guck mal, ob ich das hier so daneben kriege. Das ist das, worum es geht. Es gibt ein Anbauset. Davor noch. Richtig, The Royal Bay. Könnt ihr aber davon ausgehen, dass ich mir das besorge und baue und dann das aneinander stecken werde. Ich meine, Spaß muss sein, oder? Richtig. Also, ist eine große Box. Und glaubt mir, sie ist voll, wenn sie kommt. Ich hatte euch eine Instagram-Story gemacht, als ich da saß. Und da hatte ich so einen Beutel, das ist wirklich so ein Beutel. Ich bin groß. So ein Beutel. Nur mit riesigen Ugly Rock Pieces, ja? Und zwar alle Varianten davon. Die großen, die abgerundeten, breiten, sonst was. Alle möglichen von diesen Elementen hier dabei. Eine Riesentüte mit Plates. Alles, das ganze Ding steht auf einer Doppelschicht Translite Blue Plates. Habt einen Mold King Hammer parat und klöppelt euch das alles glatt, falls ihr da irgendein Problem habt. Steinequalität ist wunderbar. Ich habe ein paar Fliesen drin, die könnten ein bisschen Politur gebrauchen. Der Rest der Steine, Klemmkraft hervorragend. Klemmkraft ist ein bisschen weicher als Wangi. Härter auf jeden Fall, mehr Klemmkraft als Lego auf jeden Fall. Er lässt sich einmal frei bauen. Wichtiges Thema noch zum Bauerlebnis. Wir haben eine Anleitung. Das Ding ist da drin. Das ist wirklich so. Die meinen das ernst. Hier, das ist die richtige Anleitung. Ich habe nicht die Anleitung genommen von nur von so einer Palme oder so. Nein, nein, das ist das ganze Set. Und das ist auch nicht die erste von 6 Anleitungen. Das ist das ganze Set. Und es sieht dann immer so aus, erster Bauabschnitt ist dann das hier. Ab geht er. Und da unten seht ihr dann immer, da kommen die Plates und dann geht's los.
Und die Anleitung ist unproblematisch. Also die zeigt doch immer das Set, dass die Plate zum Beispiel, die auf eine Lage draufkommt, die hat dann gelbe Orientierungspunkte und die zeigen dann unten auf die Noppen, wo das dann hingesetzt werden soll. Ist alles kein Problem. Und ihr baut es auch an. Thema ist ein bisschen das Ausgrauen. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn alles ausgegraut ist, ihr wisst das. Ich hätte gerne einfach nur das Verblassende, das würde eine Orientierung besser machen. Thema ist mehr, dass es tatsächlich, dass sie fast immer das gesamte Objekt abbilden, wenn eine kleine Stelle gereicht hätte. Und dadurch wird die Zoom-Stufe fies. Ich habe jetzt keine Probleme, ich erkenne das auch auf so einer kleinen Anleitung noch relativ gut, aber es wäre schön, wenn es eine PDF wäre und man könnte reinzoomen an manchen Stellen, das wäre besser. Vorteil ist, bei diesem Set gegenüber anderen, die ich euch bisher gezeigt habe, Häusern oder Schiffen von denen, dass hier keine merkwürdigen Farben dabei sind. Also das ist Dark Bluish Grey, Light Bluish Grey und Schwarz. Das macht es sehr, sehr einfach, weil diese drei Farben stellen sie sehr gut dar. Dazu haben wir hier einen leichten hellbraunen Ton. Den stellen sie dunkel dar. Nicht nachfragen, einfach nur akzeptieren in dem Moment, dass man sagt, okay, steht da dunkelbraun, fast Dark Bluish Grey vom Ton, meinen die dieses wunderbare helle Cappuccino. So, das ist so das Thema. Wenn ihr da durch seid, der Rest baut sich dann. Ist kein Problem. Es gibt 9 Bauschritte, das heißt bei 3000 Teilen und davon ein großer Sack mit vorbereiteten Plates und so weiter, habt ihr pro Bauschritt halt ganz entspannte 300 Teile etwa. Ja, vielleicht ein ganz klein wenig mehr. Und da könnt ihr easy durchbauen, legt euch die Teile zurecht und bastelt. Kann nichts schief gehen. Dadurch, dass ihr so ein bisschen, wie gesagt, da achten müsst, weil alles ausgegraut ist, immer die ganze Fläche und sie manchmal noch woanders einen Stein hinsetzen, schaut wirklich, dass ihr die Teile auch alle verbaut, die da sind. Es gibt bei diesem Set keinen riesigen Sack am Ende mit Ersatzteilen. Ihr habt aber einen sehr wertvollen, delfinartigen Teiletrenner dabei. Alles kam hin. Ich glaube, jetzt habe ich alle wichtigen Dinge benannt. Jetzt gucken wir uns das Teil mal an. Guck, was hier los ist auf dem Tisch. Das ist komplett absurd. So, ich kann es ein bisschen zusammenfalten. Das macht es ein bisschen schlanker für mich jetzt hier. Aber ich messe es mal aus, oder? Komm, erst mal eine kurze Stärkung. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Traumhaft. Die Inseln sind nur hier an der kleinen Ecke befestigt. Wir können sie also, stabile Bäume, gell? Also man kann sie auch mal mit einem Hightech-Feature batschen. Das hier ist so, wie sie das planen, in der maximalen Größe. Dann sind wir bei 76 cm. So eine kleine Insel hat ungefähr, gehen wir mal so quer durch, hat ungefähr so 18 cm Durchmesser. Die hat auch mal 20 cm, die ist ein bisschen größer. Also das könnt ihr theoretisch abziehen. Ich gucke mir dieses Ding an und denke, es ist doch nicht wahr, was hier an Größe am Start ist. Wer hätte das gedacht? Lädt zum Spielen ein. Ihr wisst Bescheid. 40 cm Breite. Nur das hier. Aber jetzt kommt's, haltet euch fest. Versammelt alle am Feuer, holt auch die Kinder und die Alten. Das Ding ist auch genauso tief. Das schockt ja überhaupt nicht, von vorne zu sehen. Das hier ist der absolute Overkill. 57 cm in der Tiefe. In der Höhe sind wir hier so bei 31. Ja gut, hier ist so ein komischer Mast noch drauf. 44 cm. Dann sind wir jetzt komplett, jetzt mit durch, oder? Was denn das für ein Monster? Habt ihr schon mal was Absurderes erlebt als das? Und ich habe hier schon einiges in die Kamera gezerrt, was wirklich wild war. Aber das Ding hier, dadurch, die 3000 Teile spiegeln das überhaupt nicht wider, weil es unglaublich große Teile sind und bis auf die Brücke praktisch keine Kleinteile. Das sind alles gescheite Bricks, gescheite Plates, große Plates, alles dabei. Es ist immer was Mächtiges. Und ihr wisst, mit mächtigen Dingen spielt man gerne. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, Klemmkraft hoch. So, ich habe jetzt mal eine Insel abgepackt. Diese Insel hier ist noch ein bisschen aufwendig. Die zwei Jungs da. Ich nehme das mal ab.
Ich mag diese Mastkonstruktion hier drüben überhaupt nicht. Das erkläre ich euch später noch, was ich damit meine. So, komm ab. Die lustige Hängebrücke. So, und jetzt hier nochmal die Geschichte, auch nochmal kräftig mächtig. Ich sag, mit den großen Teilen baut man einfach gern. Das ist klar, und dann, das Spielen ist auch super damit. Ja? Kannst ja was machen, kannst ja was ausdenken. Das ist nicht so kleinfuddelig. Hast 3000 Teile in einem Set, das circa so groß ist. All das aus kleinen Fitzelsteinen gebaut. Das ist mal witzig, vor allem wenn es Miniaturen sind von irgendwas. Aber wenn man halt einfach mal eine Basis braucht, um irgendwie mit Piraten zu spielen, wenn man das möchte, oder wenn man ein großes Diorama hat, man braucht mal irgendein Centerpiece, wie es doch immer hier in der Hochzeitstischdeko-Sprache der Plan ist, keine Ahnung. Da hat man mal sowas dann stehen in seinem Diorama, klack, und dann kann man drumherum was bauen. Ich werde auch die Sachen, die Piraten haben, von Blue Bricks natürlich aufbauen. Ganz anderer Stil, aber trotzdem. So, und jetzt warte mal. Jetzt rüttel ich mache es genau falsch gemacht. Ich rüttel doch den Oschi mal kurz auf die Seite. Und wir fangen mit den kleinen Sachen an, dann machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. So, das hier ist das Simpelste, damit fange ich an. Vorbeigeprügelt hier. Unglaublich. Also, hier haben wir drei Palmen und da unten sind auch natürlich kleine Köpfe dran, damit das fruchtig aussieht. Das hier können wir, das habe ich hervorragend gemacht. Wir könnt ihr natürlich biegen, wie ihr wollt. Ihr könnt es abnehmen, könnt ihr alles mögliche machen. Das kann man aufklappen. Und darunter ist eine Abenteuer-Schatzkiste quasi. Und wie sich das gehört, seht ihr das? Ist da eine Schlange drin. Da seht ihr so rot schlängeln. Ja, da ist eine Schlange drin. Hervorragend. Also das ist hier einfach, ihr könnt die hier irgendwie in irgendwelche Winkel bringen. Hier ist ein Hinge einfach drunter. Könnt ihr den sehr, sehr stabil. Ebenso wie die Blätter. Hier ist natürlich noch ein Frosch, weil klar. Und hier ist die Bautechnik. Ja. Ihr habt wieder zwei Lagen. Light, also Translight Blue Plates. Und darauf ist der ganze Käse gebaut. Aber das äumelt nicht, das eiert nicht, das ist Plan, das funktioniert. Dann Sand, dann hier aus Weiß irgendwas Steiniges gebaut. Obendrauf ein paar Zäune. Es ist wirklich super nachvollziehbar in der Bautechnik. Ist so richtig schön, man bastelt, man weiß, was man tut, man kommt zu seinem Ziel. Und es hält, also wie gesagt, Teilequalität gar nicht zu diskutieren. Alles hervorragend, keine großen Angusspunkte zum Beispiel auch. Wirklich sehr sauber gearbeitet, das passt. Hier haben sie sich was überlegt von der Konstruktion, was ein bisschen wild ist. Also, gleicher Fels eigentlich, ein bisschen größer, weil sie hier noch diese Slopes dazwischen gearbeitet haben. Sie haben zwei Pämmchen dazu gemacht, viele mit den Früchten, mit dem Frosch drauf und so weiter und so fort. Das haben wir alles. Und dann haben wir hier unten einen Aufbau. Der ist diesmal ein bisschen dunkler gehalten, selbstverständlich. Das ist ja auch, da drin haben wir ein Skelett. Ach, dieser Kerl hier oben drauf, ich muss euch das sagen, der geht mir so auf den Kerl. Keks, da ist ein Skelett drin. Und der hat einen Rubin in der Hand, weil nur mit Schatz kann man richtig verenden und dann passt das. Und dann haben sie hier oben drüber die Idee gehabt, ihr seht es, nur auf diesen Round Bricks da in der Mitte sitzt das. Oh, ich habe ein blaues T-Shirt, man sieht sogar einen Kontrast. Nur auf diesem, so hier, seht ihr den Round Brick? Den kann ich abnehmen. Das sind vier Noppen. Und auf diesen vier Noppen steht das gesamte Ding mit schwarzer Flagge, wie sich das gehört. Und dann hier oben die Knochen und die Absicherung übernehme hier diese Ketten. Ihr könnt euch überlegen, was für eine Absicherung diese Ketten übernehmen. Also, wenn das dann zum Bespielen quasi genutzt wird, würde ich einfach mal jeweils an den Kanten die Ketten gegen einmal eins Round Bricks tauschen und dann ist es top stabil. So ist das natürlich ein Geäumel und Geeier, aber es hält, also es ist kein Problem, aber wie kommt man auf die Idee? Egal, es sieht cool aus. Hier noch so eine Treppe hochgebaut, alles da. Ja? Also. Kennhersteller, da sind das schon die 100 Euro. Ganz entspannt. Und da haben wir jetzt hier gerade mal so. Also die Palmen sehen echt cool aus. Die Blätter glänzen. Die sind hart. Also das ist, die sind nicht irgendwie aus diesem Gummizeug. Das sind stabile Blätter. Palmen Stammelemente sind super. Also auch mit so einem schönen satten Klacken geht das zusammen. Lassen sich gut verstellen. Also diesen Top. Ich nehme an, nagelneue Gussform oder sowas und reingehauen. So, jetzt machen wir gerade mal wieder den Tausch. Das kommt wieder nach vorne. Das bringe ich wieder weg. Und dann gehen wir mal an die tatsächliche Pirate Bay. Und hier jeweils diese Wedges an den Seiten. Das ist das, womit ich jetzt hier die Insel angedockt habe. Und hier oben kommt dann... Achso.
können wir uns die noch angucken. Das ist diese Hängebrücke, die aus kleinen Elementen gebaut ist. Das ist halt eine Eimerei. Die sind nie so. Ich meine, ja, wir hatten es auch bei der 10236 hier. Wer ist das Ding? Ewok Village hat man das auch. Das ist mit den Skeletten da unten dran. Das ist eine nette Eumelei, aber es ist. Stabiler würde mir das mehr Spaß machen und dieses Kleingestecke, das nervt mich. In der Art übrigens könnten die auch gerne mal so eine Endor-Geschichte, also so ein Baumhausteile rausbringen. Das fände ich echt cool. Ich könnte mir vorstellen, bei denen geht es auch echt vorwärts dann. Da hat man so ein Baumhaus und das könnte wirklich, das könnte grob eskalieren bei denen. Also jetzt pass mal auf. Wir kommen mal, das ist die Front, der Eingangsbereich mit dem Totenkopf. Also es ist klar, so ein Fantasy-Element. Hat jetzt nichts mit dem zu tun, was Blue Bricks sonst vorhat. Das ist eher so die Pirates of the Caribbean-Schiene. Ja? Und dann gehen wir mal um die Ecke rum. Gucken wir uns mal von der Seite an. Hier seht ihr dieses Dreierrad mit Zahnrad und roten Achsen dran. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Beim Besten, ich kann es nicht nachvollziehen. Warum sind die nicht schwarz? Oder auch weiß. Warum ist es überhaupt weiß? Warum sieht man das Zahnrad? Das sind alles Fragen, die ich euch nicht beantworten kann, fragt mich. Ich war auch komplett verblüfft. Ich habe gedacht, okay, ihr habt aber vergessen, dass ich an der Stelle noch weiterbauen muss. Das muss ich ja noch verkleiden, damit man es nicht sieht. Sie haben es so gelassen. Ich zeige euch gleich, was wir damit machen. Dann geht es hier rum. Hier sind die ersten von sechs Kanonen. Die ersten beiden. Ich finde den Fels sehr cool gestaltet, weil er eben nicht nur grau ist. So ein bisschen wild, das mag ich. Hier ist dann so Minecraft-mäßig, kommt dann auf einmal von irgendwoher Wasser. Da ist Wasser. Hier ist dann der riesige Wasserfall hier drin. Dann hier vorne so ein bisschen Gestrüpp und so. Dann Rückseite nochmal zwei Kanonen. Hier drüben wieder ein Wasserfall, der runterkommt. Und dann kann man das selbstverständlich öffnen, damit der Gaudi unendlich weitergeht. Hier nochmal zwei Kanonen, da zwei Kanonen, hier jeweils eine Kanone. Und drin liegt natürlich ein Bootchen. Drin ist ja auch alles auf diesen Translite Blue Plates gebastelt. Ach, da ist auch noch ein Mausi. Das habe ich vielleicht gar nicht erwähnt. Es sind hier und da sind immer mal Felsen, so hier, so Dinge, die sich da so bilden, was auch immer. Und jetzt könnt ihr noch mal reinschauen, was es da alles an Gängen gibt. Denn da gibt es einiges. Wir stehen hier unten auf diesen Deko. Elementen, die wir kennen, habe ich euch auch in verschiedenen Lego-Sets natürlich gezeigt. Das unterstützt es alles. Das ist so die Basis, auf der diese Pirate Bay im Fels quasi aufgebaut worden ist. Ich würde sagen, das ist auch eine Bombenvorlage für eine Batcave. Nur mal so könnte man unter dem Wayne Manor diese Bogenstruktur hier nachbauen und dann das Wasser und dann hat man da unten diese Plattform und so. Also ich könnte mir da einiges vorstellen, wenn man irgendwie eine Basiskreativität hat, nicht so wie ich. Glaube ich, kommt man da gut zu irgendeinem Erfolg. Und dann haben wir diesen riesigen Wasserfall. Selbstverfreilich. Und dann geht es hier. Achso, die Ratte konnte ich euch noch gar nicht zeigen, weil die auf der anderen Seite ist. Hier gibt es einen Verschlussmechanismus, aber ganz ehrlich, ignoriert den einfach, als wäre er gar nicht da, sonst seid ihr enttäuscht. Da unten haben wir Mausi. Wie gesagt, hier nochmal Wasser. Mausi. Hier ist dann wieder so ein Felselement. Und jetzt guck ich mal, was ihr da noch so erkennen könnt. Ja, und dann geht es hier einmal nochmal so rum. Und dann sind wir wieder vorne. Jetzt komme ich zu diesem Mechanismus. Achtet doch mal bitte auf den Kopf von diesem Ding. Wump. Unten. Und jetzt ist das, was ich machen kann, ist, dass ich hier drehe. Drehe. Und dann kann ich den langsam hochheben. Ich sehe es mit ein bisschen Verzögerung, deswegen soll, wenn ich hier ein bisschen so. Und jetzt geht's hoch und dann kommt ein Widerstand und dann, wump, ist wieder unten. Ihr könnt aber auch, wie ihr es ja am Anfang gesehen habt, ich habe es ja so gehabt, ihr könnt auf eine Höhe gehen, die ihr wollt. Und hier hinten gibt es. Bin zu doof. Könnt auf eine Höhe gehen, die ihr wollt, und dann könnt ihr es da einrasten lassen. Hier hinter ist nämlich so ein, hier dieser Connector, der an diesem Zahnrad hängt und das auf der Höhe hält, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, warum das rot ist, immer noch nicht. Ich habe keine Lösung dafür, es ist einfach dumm. Ich finde es blöd, es nervt mich, was soll's. Ihr könnt das hier natürlich auch an sich bewegen, das Ding. Könnt ihr, ich sehe es nicht hier in meinem Bildschirm, das ist spiegelverkehrt, das macht mich kirre. Ihr könnt es natürlich selbst in der Höhe auch verstellen, so wie ihr wollt, und dann rastet ihr es einfach an der Seite ein, wie ihr das haben wollt. Das ganze Ding wird separat gebaut, dieser Kopf. Das ist das, was mich am meisten genervt hat, waren hier oben diese Brick Arches hier, die alleroberste Linie. Die hat mich genervt, weil die keinen guten Widerstand in der Mitte hat. Das war beim Bau lästig, fand ich. Lasst die raus bis zum Ende und setzt sie dann drauf. Dann müsst ihr damit nicht handeln und sie fallen euch nicht ab.
Und das ganze Ding hat dann links und rechts bekommt das Achsen, Felgen und Räder aufgezogen, Felgen und Reifen. Und dann hat es an den Seiten, wie gesagt, jeweils vier. Und dann rutscht es dann in seine Position und dadurch gleitet es auch. Also einmal das nicht irgendwie rum, sondern es hat eine klare Führung und ist auch lautlos, weil es ja Gummi auf einem Plastik rollt. Ist alles wunderbar, funktioniert einwandfrei und dann könnt ihr diese Höhe einstellen, wie ihr wollt. Und ihr habt ein grimmig schauendes Skelett dort als Falle, würde ich sagen. Eingang wäre jetzt für mich irgendwie dann eher, dass sich das hier öffnet, man kann drin spielen, aber das sieht ja auch ein bisschen garstig aus da unten. Das soll ja eine Falle, denke ich, darstellen. Ihr habt natürlich hier an der Seite, wie gesagt, diese ganzen Deko-Elemente und ihr habt, wir wollen das ja nicht vergessen, ich rieb mir echt den Mund fusselig mit dem Ding. Ihr habt hier oben noch etwas Kleines Modulares, ihr könnt hier den Deckel abnehmen. Mit ein bisschen Wasserfall noch dran. Und oben habt ihr selbstverständlich noch ein Schwert, weil, ich meine, entschuldige mal. Und das kann man rausziehen. Und dann ist man Herrscher über England. Keine Ahnung, was man mit diesem Schwert da macht. Da auf jeden Fall ist da oben ein Schwert drin. Und da freue ich mich. Und das hier ist auch wieder so ein ganz klares Beispiel für die Bautechnik, die die nutzen, die nachvollziehbar ist. Unten große Plates. Dann kommen vier von den Ugly Rock Pieces. Und oben drüber dann Deko-Elemente. Und dann habt ihr das Ding. Ihr habt viel natürlich von diesen Skelettviechern am Start, was auch immer das ist. Und hier hinten, wie gesagt, ein bisschen Wasserfall, der dann nach unten geht. Und drin, kann ich euch nicht zeigen, aber da drin seht ihr ein bisschen was von der Mechanik, von diesen kleinen Technik-Links, die da hoch und runter laufen. Prinzipiell der Mechanismus auch aus dem Freefall Tower von Lego. Und das setzt ihr hier oben wieder drauf. Das ist, wie gesagt, dieses, also eine geringe Art von Modularität, dass ihr das so auseinandernehmen könnt. Und dann seid ihr wieder dabei. Und ich meine jetzt mal so gesehen, man sollte die Farbkombination Grau-Schwarz mögen bei dem Set. Da kommen wir nicht drum hin. Manche würden sagen, ja, da fehlt ja das winzig kleine, keine Noppe mehr zu sehen, Design von Lego. Bei denen so ein Set wahrscheinlich die 1000-Euro-Grenze ankratzen würde. Sie würden niemals so viele große Teile rausgeben. Das gäbe es natürlich nicht in irgendeiner Form. Aber selbst wenn sie nur 500 dafür nehmen würden, das Ding kostet 170 Euro. Und jetzt investiert nochmal 30 Euro in Sack Piratenfiguren von Bricklink. Dann ist das Ding voll bemannt, wenn ihr Bock habt. Könnt noch ein paar Skelette kaufen, die kosten genau nichts. Ihr habt eure lustigen Türmchen dabei. Und ab geht er. Und falls ihr kreativ seid, ist das der wohl beste Teilespender in diesem Felsenbereich, Felsen mit Wasserbereich, den ich je gesehen habe. Die Teile sind einwandfrei, glänzen auch schön. Also die Rockpieces waren alle einwandfrei. Ich hatte eins, kann ich euch das nochmal gut zeigen irgendwo? Hier. Das war ein Teilefehler, den ich hatte. Moment. Seht ihr diesen schwarzen Strich hier? Jetzt unter meinem Finger? Der ist ein Teilefehler gewesen. Ich weiß nicht, ob man den rauspolieren kann oder ob man da was machen kann. Ihr seht den jetzt, je nachdem, wie ich es drehe. Das ist ein Kratzer. Also kein Kratzer, das ist ein also man kann es nicht erfühlen, aber da ist so schwarze Farbe drüber. Das ist ein Teilefehler. Ja. Aber die Kanonen baut ihr auch, aber die haben einen richtigen Federmechanismus. Also da kann man hier hinten ziehen und abschießen, alle tot. Also ist auch für Spaß gesorgt. Von daher ist es ist alles eigentlich da. Es ist nur vollkommen absurd. Aber ich hoffe, es macht euch Freude. Ich bin gespannt, was die noch alles auf den Markt bringen, weil die Teilequalität passt für mich. Ich mag diese Entwurfsart. Ich mag, wie sie bauen. Das passt für mich. Ich habe mich an die Anleitung gewöhnt. Das dürfte noch die eine Hürde sein für viele, die das erste Mal sowas in die Richtung bauen. Sie haben ganz witzige Ideen. Also ich glaube, da kann man noch viel erwarten. Sie haben keine Probleme mit Minifiguren. Sie kopieren nichts in irgendeiner Form. Das ist alles fein. Also von daher bin ich gut. Und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, also hier die Royal Bay, die brauchen wir, oder? Und die wird direkt dazu gebaut. Da bin ich dabei. Und hier, wie gesagt, die Brauntöne sind sehr, sehr, sehr leicht zu erkennen. Es gibt nur zwei, also die an den Bäumen und die im Stein. Und damit gibt es hier nicht die Probleme, die wir bei den Schiffen oder bei den Häusern hatten, ja, bei der Fischerei oder so. Das war wirklich schwieriger zu bauen. Das hier, da müsst ihr einfach entspannt durchgehen. Und es ist nichts für Kinder vom Bau her, aber danach zum Spielen, warum nicht? Ist auf Weltklasse Piratenbasis. Geht schwer ab.
So ist. Also, ich hatte gar nicht versucht, das Ding jetzt irgendwo hin zu manövrieren. Vielleicht habe ich es nächsten Monat bei mir im Laden stehen, dann könnt ihr es mal angucken. Genau, es war mir ein Fest. Habt einen großartigen Sonntag und habt nette Leute um euch. Bis bald.